Ah, jetzt fängt an aufzunehmen. Jetzt wollte ich jetzt hier meinen Planeten, die Erde. Das hier eine Erde herum. Daraus kommt erstmal ein Ring, hier Ring, Saturn. So außen müssen mit dem Auto ein bisschen vergrößern. Und auch den, also wie viele das sind und Regenbogen, damit es so schön aussieht. Und dann werde ich hier noch einen Erdmond darum platzieren. Da, knapp außerhalb des. Also erstmal platziere ich hier den hin, ein bisschen weiter außen. Weil er nämlich hier eine andere Neigung hat. Also jeder Ring hat eine Neigung. Also müsste ich hier den Mond so platzieren, dass er hier reinstellen. Das sind 23 Grad, nur verkehrt herum. Muss also hier, um den noch anders herum zu kriegen, müsste ich beim Mond hier noch Total Velocity auf Reverse gehen. Dann dreht er sich so herum. So dreht er sich dann herum. Und dann muss ich hier den Mond, also hier erstmal, muss ich das ein bisschen schneller machen. So sieht's hier aus. Und der Mond hat da noch, in der Entfernung hat er wenig Einfluss auf die Ringe. Da passiert noch nicht viel. Aber ich werde erstmal die Zeit kurz zurücksetzen und den Mond weiter nach innen platzieren. Und zwar hier hin. Ob der da ein bisschen mehr Einfluss hat. Wupp, was war da denn? Jetzt spurt er rasend schnell hier hoch. Was ist da passiert? Oh, warte. Das war erstmal ein Fail. Aber jetzt restarten. Kann ich ja auch machen. Die Erde. Und den Mond drumherum. Mond drumherum. Und dann muss weiter nach außen erstmal. Und dann muss ich einen Ring setzen. Ring, 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 Ring. Saturnring. 5000 Teile. Und nicht Neptun, sondern Regenbogen. Regenbogenring. Gerade mit dem Timestep irgendwie hat er was. Das hier bei Inclination. Ich muss jetzt hier 157 eingeben. Der ist jetzt irgendwie nicht auf der gleichen Ebene. Auto Orbit. Liegt da ganz falsch. Ich hab hier die 157. 157 muss da rein. Oder ist jetzt anscheinend auch nicht ganz stimmt. Irgendwie ist der Mond ein bisschen geneigt davon. Aber ich lass mal das jetzt gelten. Diese komischen Bahnen werde ich jetzt mal wegmachen. Schwede. Und der Mond kreist jetzt hier noch falsch rum, also muss ich hier Reverse drücken. Und jetzt hier den Semi-Major-Axis. Noch ein bisschen weniger. Upp, mittendrin. Da sieht man, was hier passiert. So wird der Ring hier immer mehr durcheinander gebracht. Da der Mond da zwischendrin ist. Also wird etwas nach innen gesaugt und nach außen gesaugt. Also, zeige, also der Ring wird nach innen ausgedehnt und nach außen ausgedehnt. Das sieht aber auch aus hier. Und immer wird der komplette Ring durcheinander dadurch. Und jetzt würde ich mal mit 10 km/h mal den Planeten Venus da vorbeiziehen lassen. Da soll mitten durch den Ring durchfliegen, jetzt hier die Venus. Und fliegt die Venus hier gleich durch. Noch ein bisschen mehr durcheinander. Venus, zack. Jetzt zieht dieses hier noch mehr auseinander. Man hier auch nach oben und unten bewegt sich das noch mehr.
Und der Mond wird auch rausgeschleudert. Wir müssen noch mal eine Venus rein. Noch eine dazu. Dann muss ich weg. Jetzt fliegt hier noch eine Venus rein. Macht's noch mehr durcheinander. Da ist sie gerade durchgezogen und macht noch mehr durcheinander. Oder noch mal ein paar mehr Venus. Noch ein paar mehr, dass die Ringe irgendwann weg sind, oder so gut wie weg sind von der Erde. Ziehen hier so viele Venus vorbei. Jetzt sind die Ringe komplett durcheinander. Es werden die meisten Ringteilchen rausgeworfen aus dem Erdorbit. Um die Erde herum ist nicht mehr viel. Weil sich alles hier von der Erde entfernt. Die soll jetzt sich jetzt auch mal Neptun vorbeiziehen. Neptun. Da zieh mal hier Neptun hin. Was passiert mit dem Neptun hier? Also er zieht nicht genau da durch. Aber trotzdem müsste er eigentlich durch die starke Anziehungskraft so ein paar Ringteilchen anziehen können. Durch die starke Anziehungskraft von Neptun. Neptun dürfte, ja, jetzt zieht er auch ein paar an, also. Der Neptun zieht so ein paar Teilchen an. Oder ich stelle mal die Masse des Neptun höher. Und zwar auf Jupiter. Dann müsste so stark anziehen, dass er erstmal ein paar Teilchen hereinsaugt. So ein paar Teilchen werden reingesaugt in den Neptun. Da zieht er jetzt um die Erde und um Neptun, der Neptun zieht immer mehr an. Vielleicht platzieren wir noch einen Jupiter hier in der. Noch so einen Jupiter rein platzieren. Oder ich setze nochmal ein paar mehr Jupiters ein. 5 Jupiter, das ist ein richtig massiver Neptun. Der Neptun ist so massiv, dass er alles umkreist. Neptun ist ganz schön massiv. Ganz schön massiv, der Neptun. Wenn er jetzt die ganzen wegfliegenden Teilchen wieder anzieht. Und jetzt platziere ich meine Sonne hin, also eine Sonne. Eine Sonne platzieren wir hier rein. Mit ein bisschen mehr S, also km pro Kilometer pro Sekunde, zieht die Sonne vorbei und die zieht natürlich alles noch stärker an als ihnen. Aber ob die Sonne da nagelbrand zieht, sieht nicht danach aus. Wird nur wenig, oder wird ein, aber trotzdem umgelenkt hier der Orbit. Jupiter, Jupiter, ach, der Jupiter zieht hier so eng vorbei. Jupiter zieht so eng vorbei. Gleich hier nennen. Oh, jetzt kracht hier alles rein. Ha. Weg mit der Sonne. Ah, jetzt ist die Erde weg. Und jetzt zieht der Jupiter hier noch einiges an. Oder ich lasse noch mal eine Sonne hindurch. Noch eine Sonne. Oder ich stelle, oder ich setze diese Sonnenmasse noch höher. Eine richtig massige Sonne da. Wecken sind die Sonnenmassen, also, da kann nichts wegfliehen. Da kann nichts von der Sonne wegkommen. 56 Sonnenmassen da. 56 Sonnenmassen da hinsaugen. Oh, da rast hier noch eine andere, hier ist noch eine andere Sonne, gefährlich nah. Da rast dieser Neptun da noch knapp an der Sonne hier, eine Sonne vorbei. Und der Moon, oh, da wird auch noch rum die eine Sonne gelenkt. Weil die andere riesig große Sonne hier. Und jetzt die Masse rasch runtersetzen.
Und es vereinigen sich bald diese beiden Sonnen. Was vereinigt? Haben sich vereinigt, die beiden Sonnen. Und die zieht hier alles noch vorbei. Oder stellt die Masse jetzt wieder höher. 21 Sonnenmassen. Sieht natürlich wieder deutlich kräftiger an. Wird alles wieder angezogen. Aber ich platziere mal den massivsten Stern hier rein. Das ist Eta Carinae. Eta Carinae ist der massivste Stern, der hier verfügbar ist. Er ist so stark am Anziehen hier. So stark kann der anziehen hier. Ja, mal ein bisschen höhere Beschleunigung, ne? Minus 8. Minus 8 umkreist hier diese Sonne noch. Eta Carinae. Diese Venus, die umkreisen hier diese Sonne. Diese drei Venus-Dinger da umkreisen die Sonne. Und die ganzen Ringteilchen noch. Die ganzen ursprünglichen um die Erde kreisen, die jetzt eigentlich schon längst weg ist. Weil ich die Sonne etwas zu spät weggemacht habe. Und die würden wahrscheinlich wohl da drauf krachen. Sieht dann nur da aus, dass sie untergehen. Die gehen anscheinend hier unter, die Venusreiche da. Die sind doch sehr heiß, diese. Average Temperatur 7000 Grad. Und bam, da krachen die jetzt rein. Und bam. Und jetzt stürzen die da alle in den Eta Carinae rein. Mal ein bisschen höher. Was ist diese eine Sonne in Eta Carinae eingekracht? Ich stelle mal die Masse auf 1000 Sonnen. Verzehnfache Dinge. Jetzt zieht die Sonne schon einiges, also es fliegt hier noch einiges weg, aber trotzdem zieht es immer von immer weiter weg, die Teilchen an. Immer weiter weg. Da fliegt noch was weg, aber was? Ein paar Teilchen gehen noch nie weg von dem Eta Carinae. Aber irgendwann wird alles hier raufgekracht sein. Und irgendwann jetzt bewegen sich ja alle Teilchen näher ran. Aber da entfernt sich noch alles. Oh, da kracht wieder alles noch rein. Und da kracht wieder alles rein. Boah. Da alles noch angesaugt wird von dem Stern. Was da alles noch angesaugt werden kann vom Stern hier. Jupiter wird auch noch angesaugt und BAM! Eingekracht. Seit 3 Jahren ist er schon wieder abgestürzt. Und wie ist der Neptun hier? Diese Velocity nimmt ab. Oder hier fliegt noch viel weiter was raus hier. Und da die Sonnenmasse nochmal hier verzehn. Nochmal verzehnfachen. 13.000 Sonnen. Oh. Nochmal verzehnfach. Nochmal verzehnfach die Gravitation. Da passt. Stürzt nur vereinzelt was ab. Moon und Neptun, jetzt machen wir Neptun hier auch. Extrem erhöhen. Boah, 34, 340.000 Sonnen, oder was? Geckt ihr alle weg. Aber ich platziere nur eine Galaxie hier rein. Eine Galaxie, zack. Milchstraße da rein. Und hier alles rausgekickt. Rausgekickt, hä. Nur weil es einfach zu schnell ist, wird hier einfach alles rausgekickt. Oh, 600 Millionen Lichtjahre. Hier stellen wir jetzt mal auf den Tag, wow, wird alles rausgekickt hier, minus 6. Eta Carinae wird auch sogar angesaugt dadurch. Eta Carinae mit 13.200 Sonnen wird weggekickt. Weil der Neptun, jetzt stellen wir die Masse noch viel höher. Boah, bam, alles. Die alles noch weiter herausgekickt. Ich stelle mal die Masse so hoch, dass sogar die Milchstraße angesaugt wird. 21 Milky Ways hier. Wird jetzt so rasend schnell herausgekickt. Bestimmt mit Überlichtgeschwindigkeit. Hier. Der rast hier mit 108-facher Lichtgeschwindigkeit rast der Mond hier raus. 108 mal schneller als Licht.
Jetzt muss ich das einfach mal richtig schnell vorspulen, sieht hier, wie schnell die hier rausgekickt werden. Die werden ja wahnsinns rausgekickt. Aber hier vergehen hier 2 Jahrhunderte pro Sekunde. Aber trotzdem wird die Milchstraße nicht beeindruckt hier. Die bewegt sich. Dann muss ich einfach hier die Masse noch erhöhen. Ich mache hier 1500 Milchstraßen. Boah, so stark am Anziehen. Oder Timestep nochmal erhöhen. Boah. Schlägt hier alles weg. Nehmen die alten Teilchen alle weg. 200.000, 300.000, also Jahre vergehen hier so schnell. 14.000 Jahre. Die Milchstraße wird komplett deformiert. Jetzt wird die Milchstraße komplett deformiert. 5,6 Millionen Jahre hätten da schon fast vergangen. Aber der Neptun sieht so stark an, weil er 1500 Milchstraßenmassen hat. Also die ganze Milchstraße einfach hier förmlich durcheinander geworfen hier. Die ganze Milchstraße, wie sie sich hier bewegt. Die ganzen Teilchen sind wieder rausgekickt. Und die Milchstraße völlig deformiert. Zack, 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 zack. Alle Sterne. Wow, da geht alles auseinander. Alles herausgekickt. Rast hier bestimmt mit hundertfacher Lichtgeschwindigkeit. Oder der hier rast mit 0,99-facher Lichtgeschwindigkeit. Mit 280 oder 290.000 Kilometer pro Sekunde rast das Teil da weg. Das hat knapp Lichtgeschwindigkeit hier. 0,99-fach. Ich dachte, das wäre Überlichtgeschwindigkeit. Hundertfacher, aber Neptun hier. Also so heftig hier am Umkreisen. Jetzt zum letzten Mal noch ein Showdown hier. Ich mache da jetzt noch ein M hin. Also noch weiter herausgekickt. Noch weiter rausgekickt. Und die Milch, BAM! Milchstraße fliegt weg. Oh, wie schnell rast die jetzt denn hier? 332.158-fache Lichtgeschwindigkeit. Legt sie alle paar Minuten Lichtjahr zurück und das sind nur diese bunten Teilchen. Und das war das schöne, schöne Showdown hier. Ich lösche erstmal Neptun. Dann lösche ich jetzt nochmal die Milchstraße und alles hier weg. Boah. Millionen Lichtjahre, ich kann gar nicht mehr ran, aber das war erstmal ein schönes Video und das hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Dann wünsche ich euch nochmal einen schönen Tag.